Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen schönen guten Morgen, die Damen und Herren, die sich für die Rolleneinstellungen im SAP-System prüfen, interessieren. Mein Name ist Rolf-Udo Gilbert. Ich möchte aber noch zwei Kollegen, Kolleginnen kurz vorstellen. Der Frank Keune, der nachher übernimmt, ist Geschäftsführer der Dovis. Und die Frau Unger ist Marketing von der Firma Ivy Solution. Das heißt, wir machen hier eine gemeinsame Webinar-Session. Vielleicht noch ganz kurz die drei Logos rechts oben erklärt. Die Dovis ist Partner der Ivy Solution und die Dr. Wes und Partner ist die Firma, die uns die Tools zur Verfügung stellt, um eben in unserem Falle Berechtigungen prüfen zu können. Sie können Fragen stellen, die Fragen bitte im Chat hinterlegen und wir werden sie dann am Ende des Webinars nochmal beantworten. Und Sie können aber auch jederzeit, das werden Sie nachher auf der letzten Seite sehen, mich per Mail kontaktieren, wenn noch irgendwelche Dinge sind, Unterlagen anfordern etc., die Sie interessieren könnten. Rolleneinstellungen im SAP prüfen mehr als nur eine Risikoanalyse. Was bedeutet das im Wesentlichen? Jetzt muss ich mal weitermachen. So. Wir sprechen hier an der Stelle von einer gesamten Phase von Dingen, die im Sicherheitsumfeld zu beachten sind. Und in vielen Unternehmen, in die ich hineinkomme, ist eine große Unsicherheit da, wie sehen denn meine Rolleneinstellungen wirklich aus? Und das ist eben nicht mit der Hand zu machen, diese Analyse. Das heißt, wir haben Werkzeuge, wir haben Datenbanken, die SOD-Konflikte beschreiben. Diese nutzen wir eben, um erstmalig in einer ersten Phase zu sagen, wo stehe ich denn mit meinen Einstellungen. Die Zielsetzung ist, ganz klar zu erkennen, ob Handlungsbedarf da ist, ob ich etwas tun muss mit meinen Rollen und wie ich es tue. Wir werden Ihnen dann in der weiteren Abfolge eine Musterdatenbank zeigen, wo wir unsere Prüfergebnisse ablegen, die dann auch summarisch im letzten Punkt in einen Prüfbericht mündet. Und so eine BEMON Basic Prüfung ist einmal erst die Werkzeuganalyse Ihrer Berechtigungseinstellungen und an einem zweiten Part die Präsentation des Ergebnisses in einem Workshop vor Ort. Das ist so mal der ganz, ganz grobe Ablauf. Ich gehe mal eins weiter. Die Roadmap zur Zugriffssicherheit in SAP-Systemen beginnt, das habe ich eben schon mal kurz angesprochen, bei vielen Unternehmen einfach mal mit der Prüfung, habe ich denn Probleme mit meinen Berechtigungseinstellungen, wie sehen die IT-Risiken aus, aber eben nicht nur die IT-Risiken, das sind strukturelle Prüfungen drin, da gehe ich später nochmal drauf ein. Und wenn ich die Prüfung durchgeführt habe, dann kann ich mich im Folgenden sehr einfach entscheiden, muss ich was tun, A, muss ich vielleicht nur Kleinigkeiten tun oder muss ich ein komplettes Redesign machen? Wenn ich dann die Rollen überarbeitet habe, gibt es eine sehr schöne optionale Situation, dass ich die Rollen, die dann letztendlich in einer Fachrolle, in einer Sammelrolle eine Stelle beschreiben, dann diese auch dem Org-Management zuordnen kann. Ganz einfach, wenn ein neuer Mitarbeiter auf eine Stelle eintritt, kann ich hier schon gezielt einen Rollenvorschlag machen, bis hin zur Anlage des Benutzers mit seinen Rechten im Benutzerstamm. Die SAP hat seit jetzt 3 bis 4 Jahren ein neues Benutzerverwaltungssystem, Identity Management, in ihrem Standardprogramm zur Verfügung.
was dann Anträge für Rechte für neue Benutzer verarbeitet über Genehmigungsverfahren und dann auch all die Dinge, die Sie heute mit der ISO 01 gegebenenfalls machen, automatisiert abwickeln. Das heißt, Benutzer werden in den Zielsystemen angelegt, Rechte werden dort an die Benutzer angehängt. Das ist ein Genehmigungsverfahren, wo Sie im 4-6-Augen-Prinzip das sehr nachhaltig durchführen können. Ist auch gedacht als Ablösung für die ZBV, die die SAP ja in der Form nicht weiterentwickelt. Dieses IDM gegenüber der ZBV hat zwei Vorteile. Einmal kann ich mit dem IDM auch Non-SAP-Systeme bedienen und ich habe in dem IDM eben diesen Workflow für Beantragung, Genehmigung von neuen Rechten oder auch Löschung von Rechten oder Deaktivierung eines Benutzers mit all seinen Rechten. Wenn ich dieses hier durchgeführt habe, dann bin ich einmal auf der sicheren Seite, aber denken Sie bitte daran, dass Sie dann auch eine Qualitätssicherung anschließend anhängen, damit Sie diesen Status auch erhalten und die Risiken, die Sie letztendlich durch neue Genehmigungen, durch Rollenänderungen einbauen, auch erkennen können, um eventuell gegenzusteuern. Das ist eigentlich die Roadmap und am Anfang dieser Roadmap steht letztendlich die Prüfung meiner Rechteeinstellungen. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir brauchen das nicht prüfen, wir wissen, dass wir das tun müssen. Die sind natürlich an der Stelle ausgespart. Was macht denn dieses BEMON Basic? Dieses BEMON Basic analysiert erstmal, ob die allgemeinen Anforderungen an Rollenkonzepte erfüllt sind. Sie sucht nach Verschachtelungen und sie analysiert Strukturen. Die Namenskonventionen sind ein wichtiges Thema, auch eine Transparenz in den Namen zu schaffen, dass wirklich auch ein nicht IT-lastiger Mitarbeiter erkennt, was sich hinter so einer Rolle verbirgt, damit er sie auch zielgerichtet beantragen kann. Kritische Wertekonstellationen werden untersucht. Kritische Wertekonstellation könnte zum Beispiel sein, CCD-Stern in einer Rolle und sonstige Dinge. Bandbreiteneinstellungen werden untersucht von bis. Die Prüflogik wird analysiert, ob hier auch sauber die Prüflogik durchläuft oder dass Hintertürchen geöffnet werden. Transparenz, Dokumentation habe ich angeschnitten und wir analysieren auch IT-Risiken bei Einzelrollen, bei Sammelrollen, bei Benutzer, sodass Sie wissen, wo eventuell die roten Ampeln sind, wo Sie Hand anlegen müssen oder auch über organisatorische Kontrollen das Risiko reduzieren. Das ist der erste Schritt des BEMON-Lösungsportfolios. Der nächste Schritt ist eben dann, eine Entscheidung zu finden für ein Redesign oder eben im Anschluss, wenn ein Redesign durchgeführt worden ist oder die Rollen in Ordnung sind, auch die Qualitätssicherung anzuschließen. Wir gehen heute nur auf das erste Thema ein. Das heißt, in vielen Fällen haben Sie gewachsene Strukturen. Sie haben über Jahre die Rollen erweitert, neue Anforderungen in die Rollen reingemacht und irgendwann ist es mal eine Systematik geworden, wo die Transparenz einfach nicht mehr da ist, wo eine MK01 in der Rolle drin steckt, in der Rolle steckt sie drin. Sie nehmen diese Rolle weg und trotzdem kann der Benutzer noch ein MK01 ausführen. Das kann so komplex werden, diese Verschachtelung, sodass man hier einmal ganz wichtig die Strukturen analysiert, die Rollen in dem Sinne analysiert, ob es überhaupt Rollen mit Transaktionen sind, denn man sagt, Rollen sollten immer sowohl die funktionale Seite wie die organisatorische Seite beinhalten, dass man an einer Rolle auch erkennen kann, wenn Inventur zählen ist, wo sie zählt, nämlich in welchem Werk etc. etc. Transaktionsbandbreiten habe ich angeschnitten, Sammelprofile zugeordnet, Sammelrollen zugeordnet, Sammelrollen und Einzelrollen dem User zugeordnet, ACTVT-Werte, Transaktionskonflikte, all das wird untersucht. Und ich würde jetzt dem Herrn Keune die Führung übergeben, der Ihnen mal so eine Prüfung, so eine Datenbank kurz zeigt,
wie denn da die Ergebnisse hineinwandern, nachdem wir Ihre Rolleneinstellungen heruntergeladen haben und mit unseren Werkzeugen analysiert haben. Frank, du kannst. Ja. Das ist ein Beispiel für die angesprochene Datenbank, die entsprechend erzeugt wird. Ich bitte einfach auf ein paar Punkte mal eingehen, die zu den einzelnen Kapiteln hier entsprechend von uns auch mal aufbereitet wurden. Das erste wäre zum Beispiel die Frage, wie viele Rollen existieren, ohne dass die überhaupt irgendwelchen Anwendern zugeordnet sind. Und wenn man da eine sehr große Anzahl im Verhältnis zu den normalerweise tatsächlich benötigten Rollen hat, dann spricht das dafür, dass da an der Stelle das eine oder andere dann doch ein Stück weit aufgeräumt werden sollte. Ein zweiter Punkt wäre dann sicherlich das gerade schon kurz angesprochene Thema, wenn Anwender, das haben wir jetzt hier keine Beispiele aufgeführt, aber so sollte das hinterher aussehen, wenn Anwender Berechtigung sowohl über Einzelrollen als auch über Sammelrollen haben, ist das sicherlich ein Punkt, der dem Transparenzgebot widerspricht und von daher auch die Administration deutlich erschweren wird. Ein zweiter Punkt, der gerade angesprochen wurde, das ist das Thema mit der Namenskonvention. Da wird sicherlich auch ein Punkt sein, den man zu betrachten hat, das Thema, inwieweit die Rollen tatsächlich das widersprechen, was oder wiedergeben, was letztendlich dort vorhanden ist. Und wenn dann diverse Informationen vorhanden sind, die dann vielleicht aus dem Rollenkurznamen, aber nicht im Rollenlangnamen vorkommen, dann sind das sicherlich Dinge, die nicht zu einer Transparenz beitragen. Der dritte Punkt, der dann noch häufiger zum Tragen kommt, ist das Thema der Rolleninhalte. Hier wird halt geprüft, was in den einzelnen Rollen entsprechend drin ist. Das Thema der Bandbreiten ist gerade schon angesprochen worden. Da ist es immer insofern kritisch, als dass in den Bandbreiten häufig dann Transaktionen enthalten sind, die nicht gewollt sind, weil die Namenskonvention bei der SAP letztendlich doch nicht immer so durchgängig ist, sodass dann da unter Umständen Seiteneffekte auftreten, die in keiner Weise gewollt sind. Ein anderes Beispiel wäre an dieser Stelle Rollen, die von der Bezeichnung her Anzeigerollen sein sollten, dann aber durchaus auch kritische Berechnungsobjekte enthalten, wo dann Dinge durchgeführt werden dürfen. Also in unserem Beispiel haben wir mal eine Rolle Display Material Master aufgebaut für die Stammdatenanzeige. Und wenn die Berechtigungsobjekte dann dort diverse Einstellungen haben, die nicht nur der Anzeige entsprechen, also in diesem Fall der Stern oder auch durchaus dedizierte Werte wie 01, 02, dann gehören die nicht in eine Rolle, die explizit als Anzeigerolle definiert und eingerichtet wurde. Das gleiche kritische Problem ist natürlich der ST-Code Stern, der gerade schon angesprochen wurde. Das heißt, diese User dürfen sämtliche Transaktionen des Systems zunächst erstmal aufrufen. Es ist sicherlich so, dass dann im zweiten Schritt noch die Frage zu klären ist, welche Berechnungsobjekte dahinter liegen. Aber jeder, der sich ein bisschen tiefer mit den Berechnungen beschäftigt, weiß, dass leider nicht alle Transaktionen mit weiteren Berechnungsobjekten verknüpft sind und somit diese User dann doch recht umfassende Berechnungen in einem SAP-System haben. Ein weiterer Punkt ist, der in vielen Fällen nicht gewünscht ist und der auch von uns dann geprüft wird, ist die übergreifende Berechtigung auf verschiedene Organisationseinheiten. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal uns einfach nur den Buchungskreis anschauen, das heißt in dieser Datenbank, wären jetzt diverse Rollen, die über alle Buchungskreise gehen. Das ist in der Regel nicht so gewünscht, weil es immer wieder die Fälle gibt, wo dann viele User zwar fast alles tun dürfen, aber letztendlich doch nicht für alle Buchungskreise, weil bestimmte entsprechend auszunehmen sind. Das würde dann auch die entsprechende Praktikabilität bezüglich der Administration sehr erschweren. Ein weiterer Punkt ist natürlich dann das Thema Compliance.
Auch hier sind verschiedene Punkte, die untersucht werden müssen. Ein Punkt ist auf jeden Fall das Thema, wer darf Zahlvorschlags- und Zahlechtlaufwerte machen. Das Problem hierbei ist, dass es bei der SAP grundsätzlich eigentlich über eine Transaktion bei der SAP gelöst wird. Und hier sieht man schon, dass es aus verschiedenen Punkten jetzt zusammenkommen kann. Zum einen haben wir hier eine Rolle, wo die Transaktion F110 drin ist, sowohl mit Vorschlags- als auch mit Echtlaufwerten. Und zusätzlich aus den Bereichen, die wir gerade vorher schon gesehen haben, gibt es hier dann auch noch den zweiten Part, wo der Transaktionscode mit Stern drin ist. Das heißt, jeder dieser User darf natürlich dann auch diese Transaktion aufrufen. Besonders schwierig wird das dann natürlich, wenn dann in den weiteren Werten, also in diesem Fall in diesen Aktivitätswerten FBatch, auch der Stern oder umfangreiche Werte stehen, weil dann dieses schwer nachvollziehbar ist und nicht mehr berechnungstechnisch abgeschottet werden kann. Dann ein weiterer Punkt ist natürlich die allgemeine Compliance-Thematik. Auch hier prüfen wir die allgemein gängigen Transaktionen, die als Konflikte angesehen werden. Das heißt, hier ist beispielsweise das Thema, dass Kreditoren gesperrt werden dürfen mit entsprechenden Eingangsrechnungen, und es wird zusätzlich erläutert, wo im Allgemeinen das Risiko bei diesen Konflikten angesehen wird, sodass Sie auch relativ schnell eine Übersicht haben, in welchen Bereichen dort kritische Dinge in Ihrem Unternehmen vorkommen könnten. Der letzte Punkt, auf den ich an dieser Stelle im Überblick kurz eingehen möchte, ist das Thema der Eigenentwicklungen. Das ist insofern immer ein schwieriger Punkt, weil es da eigentlich zwei kritische Dinge gibt. Zum einen ist zu prüfen, welche Transaktionen nicht erkennbar mit Berechtigungsobjekten versehen sind. Dieses ist schwierig zu beurteilen, ohne den ABAP-Code direkt zu analysieren, weil natürlich auch andere Möglichkeiten existieren, dort Dinge abzufangen. Nur es empfiehlt sich immer, die SAP-Standardlogik zu verwenden, sodass dort an dieser Stelle sicherlich mit den normalen Authority-Checks eine transparentere Berechtigungsprüfung möglich wäre. Der letzte Punkt, das ist das Problem, dass dann viele User im Allgemeinen Berechtigung haben, auf die Programme zuzugreifen. Und wenn dieses nicht abgeschottet ist, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass nicht nur die Programme, die selbst entwickelt worden sind, dort ausgeführt werden können, sondern wie in diesem Beispiel, wenn dieser Berechtigungsgruppenwert T-Group auf Stern steht, besteht die Möglichkeit, sämtliche Programme auszuführen. Das heißt auch viele SAP-Standardprogramme, die dann, wenn sie bekannt sind, ausgeführt werden können, obwohl die Transaktionsberechtigung nicht vorliegt. Das ist leider in vielen Fällen hier auch möglich. Das sind so die einzelnen Punkte, für die Sie dann entsprechend eine Datenbank bekommen, mit der Sie dann auch einen detaillierten Überblick bekommen, wo bei Ihnen unter Umständen weiterer Anpassungsbedarf vorliegt. So viel von meiner Seite für den Einblick in die Datenbank, und jetzt kann mein Kollege entsprechend wieder übernehmen. Ich versuche es. Achso, ich schalte noch einmal um. Ja. So. Der Demon Basic Check wurde inhaltlich kurz vom Herrn Keune besprochen. Sie haben auch so ein bisschen die Gliederung der Punkte gesehen. Was bei dem Ganzen herauskommt, ist ein annähernd zehnseitiger Bericht. Den habe ich hier mal schematisch dargestellt. Den
Bericht können Sie als eine Art Übersicht über Ihre Rolleneinstellungen sehen. Ich gehe nachher nochmal gezielt darauf ein. Und Sie bekommen auch zusätzlich zu diesem Bericht die Datenbank. Und wir haben interessanten Kunden gehabt, wo wirklich die Einstellungen sauber waren, wo anhand der Datenbankergebnisse dann mit dem Profilgenerator die ein oder andere Sache noch nachgearbeitet worden ist. Wir haben auch in den meisten Fällen Ergebnisse präsentiert, wo ein Nacharbeiten mit dem Profilgenerator dann wenig Sinn macht, weil der Aufwand immens groß ist, all diese Lücken zu schließen. In so einem Fall diskutieren wir dann in dem Workshop, wie gehen wir vor, wie ist vorzugehen. Ist ein Redesign an der Stelle mit möglichst vielen vorgefertigten Dingen, die man in ein solches Redesign-Projekt mitbringt, der kostengünstigere und effizientere Weg und auch der schnellere Weg, zu sauberen Berechtigungseinstellungen zu kommen. Das heißt, in dem Workshop ist ein Teil, der Hauptteil natürlich, die Präsentation der Einstellungen, aber auch ein wesentlicher Teil, eben Hilfestellung zu geben, wie gehe ich mit diesem Ergebnis um. Und Sie erhalten dann eben nicht nur den Bericht, Sie erhalten auch die Datenbank, wo Sie jeden einzelnen Fall, der in diesem Bericht dann erwähnt ist, auch nachvollziehen können. Es gibt zum Beispiel viele Dinge, wo eben SAP-Standardrollen angemeckert werden, die vielleicht aber gar nicht zugeordnet sind, die aber noch im System verblieben sind. Man muss einfach dann in die Datenbank hineingehen und schauen, wie setzt sich denn das Ergebnis zusammen? Ist das relevant für mich? Ist es nicht relevant? Muss ich vielleicht nur die SAP-Standardrollen raustun und dann habe ich das Problem gelöst? Das muss im Einzelnen besprochen werden, das muss im Einzelnen dann eben auch analysiert werden, wie ist das Ergebnis zu interpretieren. Jetzt wollte ich aber nochmal auf die... Frank, kannst du mir nochmal die Linie unten geben, dass ich auf den Prüfbericht kann? Okay, alles klar, danke. Das ist zum Beispiel jetzt so ein Basic-Prüfbericht. So, na komm her. Sie sehen hier nochmal die Inhalte. Das heißt, die neuen Kapitel. Und hier ist dann im Grunde eigentlich zu jedem Kapitel auch mengenmäßig aufgeführt, welche Probleme da sind, wie viele Probleme von einem einzelnen Fall da ist, sodass man hier dann auch wirklich gezielt in das Thema einsteigen kann. Diesen Prüfbericht, so einen Musterprüfbericht, den können Sie von mir auch bekommen, sodass Sie dann an der Stelle eben das in aller Ruhe nochmal nachvollziehen können. PowerPoint. Das war jetzt zu weit. Ich komme jetzt nicht vor. Gehst du noch mal eins vor, Frank? Noch mal eine Seite vor? Okay. Weitere Unterlagen, die ich Ihnen wärmstens ans Herz legen möchte, sind einmal der Prüfleitfaden der DSAG. Dieser Prüfleitfaden für ERP 06 ist sehr umfänglich und beschreibt letztendlich auch die einzelnen kritischen Rolleneinstellungen, die Sie bei Ihrem System beachten sollten. Wir prüfen auch gegen diesen Prüfleitfaden, sodass auch Ergebnisse aus diesem Prüfleitfaden mit aufgezeigt werden. Das ist der eine Fall, den können Sie sich, wenn Sie DSAG-Mitglied sind, aus dem DSAG-Net herunterladen. Das zweite, was ich Ihnen anbieten kann, ist dieser Musterprüfbericht. Da machen Sie mir bitte einfach eine kurze Mail-Anforderung, dann schicke ich Ihnen den zu. Den Flyer über BEM und Basic,
Den können Sie bei mir anfordern, den können Sie aber auch über unsere Homepage herunterladen. Und wenn Sie sich ein bisschen informieren wollen, wie geht es denn nach so einer Prüfung weiter? Wie könnte denn ein Redesign aussehen? Wie macht man sowas? Habe ich Ihnen hier noch als vierten Punkt das White Paper für das Redesign als Unterlage aufgelistet. Auch diesen können Sie über die Homepage anfordern. Ich bin jetzt soweit mit den Themen durch. Frau Unger, wie sieht es denn aus? Gibt es Fragen aus Ihrem Kreise schon, die wir hier beantworten sollten? Dann schauen wir mal, was da ist. Ich sehe im Moment, dass Online-Marketing noch keine Fragen vorhanden. Dann stelle ich mal von unserer Seite eine. Sie werden ganz sicher interessiert sein, wie das Ganze abläuft. Das läuft folgendermaßen ab. Wenn Sie Interesse haben an so einem BEMON Basic, bekommen Sie von uns einen Download geschickt, wo Sie die relevanten Berechtigungstabellen herunterladen und zusenden. Wir verarbeiten die dann in unseren Systemen, erstellen den Bericht und kommen dann quasi zu einem festgelegten Termin vor Ort, um eben in einem kleinen Workshop das Ergebnis zu präsentieren. Und Sie erhalten dann Bericht wie auch Datenbank als Ergebnis. Der Preis für so ein BEMON Basic beläuft sich auf 5.000 Euro. Das ist ein Einmalbetrag. Und Sie sind dann nachher in der Lage, eigenständig zu entscheiden, ob keine Handlungsnotwendigkeit besteht oder inwieweit Sie an der Stelle dann im Rollendesign Einfluss nehmen. Haben Sie sonst noch Fragen zu diesem Thema? Dann würde ich sagen, wenn keine weiteren Fragen sind, Sie haben meine E-Mail-Adresse, dann würde ich das Webinar an der Stelle punktgenau um 10.30 Uhr beenden. Ich bedanke mich einmal für die Aktiven. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ich hoffe, es ist soweit rübergekommen.